Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von One Shot E3. Ich hatte eigentlich vorgehabt, aufzunehmen, doch dann ist mir, glaube ich, mir ist was aufgefallen. Gut, ich hatte das Spiel geschlossen, deshalb fragt jetzt die Nico, wo ich bin. Shovo? Shovo, can you hear me? Natürlich. Oh, phew. What happened? Everything went pitch black for a second. Mir ist was aufgefallen. Und zwar mit dem Journal. Und dass ich ja in der Mine was gesehen habe. Ich habe gedacht, ja, ich muss einfach nur die Vision sehen. Aber das Bild hat ja was gezeigt. Und zwar einen Waggon. Aber dann habe ich mir die Aufnahme nochmal angeschaut und dass mir das nicht sofort aufgefallen war. Der Waggon hat gefehlt. Das ist also wahrscheinlich dann doch noch mal ein kleines Rätsel. Und ich hoffe, ich habe es jetzt nicht verdaddelt. Ja? Ich hoffe, es war jetzt nicht so, dass die Silver jetzt hätte dabei sein müssen. Sondern ich kann es noch machen. Weil ich hatte ja versucht, genau den richtigen Punkt zu erwischen. Und ich glaube, ich war sogar auf der richtigen Spur. Ich glaube, ich war auf der richtigen Spur gewesen. Und es ist relevant, damit man dieses geheime Ende freischalten kann. Ich hoffe stark, ich hab's nicht versauert. Ich hab's nicht verdaddelt. Und wenn doch, hoffe ich, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, das irgendwie dann doch wieder hinzukriegen, ohne jetzt alles nochmal von neu zu starten. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Also ich bin ja noch im Gebiet. Vielleicht kann ich mit der Silver nochmal reden. Vielleicht kann ich nochmal sagen, ich will in die Mine rein. Servus. Do you need further assistance? Be good. Thanks. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, da ist doch noch was. Oder leuchtet es doch? Es leuchtet. Genau, hier, ja. Da ist der Waggon und der ist auch blau gezeichnet. Aber hier nicht. Und das ist mir aufgefallen. Hier, das ist doch ein schwarzes Kleeblatt, oder? Moment. Aha! Siehste! Es ist was erschienen. What just happened? Did you see that, Shovo? This minecart just showed up out of thin air. I wasn't looking so. I was just looking at the journal like you told me. Maybe we should go find that robot lady. Och, Gott sei Dank, ich hab's nicht versaut, ich hab's nicht verdaddelt. Man hätte es also auch machen können, wenn die Silver nicht dabei ist. Nur muss sie uns jetzt wahrscheinlich helfen. I was just taking a closer look at the journal. Das hat sie uns ja auch gesagt und ich hab's nicht verstanden, ich hab's nicht gemacht. And then I found this page that looks like a triangle in this room. When I looked back up, this minecart just showed up out of thin air. Should I be worried? This looks like a standard issue minecart, though. Which means it likely detected the motion in this room and sent itself over. Ah, that does make sense. I'm just surprised it still works. Guess that means we'll have a working vehicle now. Not sure why you would want to visit the deeper mines, but... treffen wir vielleicht einen Roboter? Den wir in der Vision hatten? If you wanted to, we now have that option. Is the minecart even going to fit both of us? No. But I wanted you to come with us. I know I've got Shovo, but honestly, this place gives me the creeps. Oh, I can still come with. I would just have to follow along the rails. But doesn't it look a little precarious? The magnetic rails can hold me in place. Ah, das magnetische Schienen, die können sie halten. It's only ever dangerous to walk on if you're an organic being, which you are. Gotcha. Das heißt, wir können jetzt mit dem Wagen fahren. Okay, here we go. Schuchups. Oh Gott, jetzt bin ich gespannt. Was passiert? Wir können auch den Turbo einschalten. Hello. Do you need anything? Na.
Okay. Wollt nur höflich sein. Hm, hm, hm. Oh, I do not recognize this place in the protocol. This isn't what I'm supposed to be showing you at all. How did you get here? I can only think of one person. He contacted you? How long has he been doing this? It doesn't matter at this point. You're going out of bounds. You should turn back. Please turn back. Bad things are going to happen. Very bad things. At this rate, Nico will be in danger. Please turn back. Ah, das war jetzt mit mir geredet. Oh. Hm? What's wrong? I have a bad feeling about this all of a sudden. Feels like I should not be here. Ah. Do you want to head back then? I don't know. What do you think, Jovo? Should we head back? Let's head back. Nee, nee, nee. Vorwärts geht's. Ins Ungewisse. Continue forward. Jovo says we should keep going. Alright. Diese Entität hat mich gewarnt. Wir sind jetzt außerhalb des Spiels, des Rahmens. Aber ich will wissen, was hier zu finden ist. Wenn die Entität schon sagt, es wird gefährlich, dann muss es was bedeuten. Oh, the card stopped. Looks like this is as far as the tracks go. So, where are we? One of the old observant rooms. Looks like it's still mostly intact. Oh. What? Huh? The terminal just reactivated. But the power was cut off so long ago. Weird. Maybe it runs on battery? No, that's not it. Whatever it is, I need to investigate. Okay. Will you be okay by yourself for a bit? Don't worry. Jovo's with me. Oh, wenn ich mich schlagst habe, ich bin da. Alright, stay safe. Wirklich, das macht das Spiel um einiges wieder spannender. Einfach nicht zu wissen, was jetzt kommt. How's it going? Not ideal. Looks like these terminals are running on a completely separate power source. I can't really recognize any of the data formats in this terminal either. This is all new. Or at least encrypted. I will need to analyze it through my own system. May take some time, so you don't need to stay. Oh ye. It's a power cell, I think. Oh! The word ProfitBot is written on the side. Didn't notice it earlier. Moment, heißt das, der ProfitBot kommt von hierher? Ja, wie ich das? Das ist der Typ. Roboter mit dem gelben Auge. Ich komme in Frieden. I recognize the light in your eyes. You are the person I am destined to meet. What is your name? I'm Nico. Do you know who sent you? Oh. No? Wait, do you mean who sent me to this world? There was a robot a while back who told me about how I'm the Messiah and stuff. So, I'm guessing Jovo sent me. With them being God and all. The robot looks a little bit like you even. Maybe you know each other? I cannot say. Oh? A lot of my memories have been removed for safety reasons. Viele seiner Erinnerungen wurden aus Sicherheitsgründen entfernt. Aha. Your memories were removed? That's terrible. Wait, I'm guessing that's less of a big deal for a robot. Mm,
I am going to assume you do not know who sent you. How did you get here, then? How did you reach this room? Oh, we got here in a minecart. But the minecart wasn't there when you entered the mines, was it? Oh, yeah. So, how did you find it? I didn't really find it. The robot lady thinks it was just the minecart coming to us, but I remember looking at the journal when it happened. And when I looked up again, the cart was just there. Bin ich froh, dass ich zurückgegangen bin. Ich hätte es total übersehen. Poof, just like that. Interesting. Please show me this journal. Okay. Then it has already begun. Was hat begonnen? Bitte was? Öffnete den Kopf und holte die Diskette raus. Here. What is that? I am entrusting you with my main memory disk. You have passed the first test by showing me the book. Damit beginnt man wahrscheinlich den Solstice Run. Richtig, indem man ihn getroffen hat. Also muss ich also die an den richtigen Orten, mich an die richtige Stelle stellen, kann ein Gebiet untersuchen, was vorher nicht erreichbar war, und dort werde ich jemanden finden. Oh. Now you will need to find a way to install the backup. Install the... Before you do that, though, someone else is with you, right? Someone aside from Jovo. A resident of this world. Yeah, the robot lady with the red hair. She's in the computer room right now. Then please do not tell her you found me. At least not yet. I can be seen like this. Okay. Moment. Profitbot. Nein, das ist nicht der Kasten für den Roten, sondern er war der alte Profitbot. Er war der alte. Und weil er etwas gewusst hat, was sehr wichtig ist und was niemand anders wissen sollte, wurde ihm deshalb die Erinnerung genommen. Das ist der alte Prophetbot. Was sind das da oben für 110, 112, 113, 117, 118, was ist das? Please help me restore my memory. Bring the disk back once you have the backup. Backup? Ich muss da was machen. Residential Tracking Machine. For a reference and explanation of the symbols. Cross. Medical units are assigned to this building. Robot. A robot is assigned to this building. Electricity. A power cell is assigned to this building. Ach! Ach so, das wollen die von mir. Ich muss jetzt die Gebäude mit den richtigen Symbolen versehen. Verstehe. Ah, stimmt, die hatten ja Nummern gehabt. Moment, also was haben wir für Symbole? Wir haben das Kreuz für den Medical Teil, für den medizinischen Roboter. Wir haben den Roboter, ist klar, biblablub, das Elektrizitätsfeld. Assigned to a power cell. Aha, aha, aha. Das meint damit, ich muss zurückkommen. Profitbot O Backup System 100. Please insert disk. Yep, that's a computer. Please help me restore my memory. Bring the disk once you have the backup installed. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Kann ich ohne dich gehen? Jetzt was er meint. Bibibabububub. Oh, sie hat was gefunden. All the databases seem to encode video feeds. Right now I can see various places in the barrens. The outpost, the residential areas, even my own house. They're all shot from a top-down perspective, too.
which means the cameras would have to be in the air. But I have never seen any cameras around. That's kind of spooky. I might go investigate later, yeah. Did you find anything interesting in the back room? You were in there for a while. Yeah, we found a dead end. I see. Noch was? Oh, found another video feed. I should definitely go look for the cameras later. This is really bothering me. Kann ich jetzt einfach gehen? Some sort of computer. Also so wie ich es verstehe, muss ich jetzt erstmal in diesen Wohnungsabschnitt gehen. Rum. Muss genau aufschreiben, in welchem Gebäude wer positioniert ist. Und dann kann ich seine Daten wieder aufrufen. Oh Mann. Damit hätte ich nicht warten wollen, bis ich wieder was aufnehme. Lieber tue ich mehr aufnehmen. Damit ich es aus dem Kopf habe. So. Jawohl, hier bin ich richtig. Einmal die Maske aufgesetzt. I should be fine with this mask on. So. Gleichzeitig kann ich hier ja auch ein paar Sachen holen. It's a pair of rubber gloves. They're a bit heavy. Alles, was ich brauche, um dann das Reinigungsmittel zu erstellen. This seems to be a page ripped out of a book. Can I know say that by one really so recipe as a gas plus also reform in a one really that's the end of the page. Gut. Alles klar, ich habe die Infos. Kann ich ja glaube ich brechen. Memory disk. A floppy disk. Es floppt herum, es ist aus dem Wasser draußen. Crowbar. Good thing I kept this crowbar. Knicks, knacks, knucks. Knusper, knusper, knäuseln, verknabbert an meinem Häuschen. What a workout. There seems to be a page ripped out of a book. For what can I check with the dates? The reaction is as soon as possible. Not if elements begin to separate first and shake, it's required. Please not hard, but it's critical. I don't know what half of these words mean. It's a good thing you're here, Chovo. Ich weiß im Glück, was es bedeutet. A cleaning sponge with a rough surface. Aha, stimmt. Dafür musste ich hier auch rein, für den Schwamm. So. Hier habe ich alles. Das ist gut. Hop, hop, hop. So, wo ist jetzt die... Habe ich das hier? There's something weird about the robots who get sent to work near the gas fields. They appear to a club... Achso, stimmt. Das hatte ich gelesen. Das hatte ich gelesen. So, wo sind jetzt die Häuser? Ich brauche die Nummern. So, die 100. Jetzt der Gut. Oh, hello. What are you doing here? Hm? A living person such as yourself should have evacuated this place long ago. Oh, but I just got here. To this world, I mean. See, I have the sun. Oh, the Messiah. I do not know what to say. Greeting, you was not part of my programming. Have you spoken to Prophetbot? I think so, yeah. Prophetbot was built with the sole purpose of greeting you. Really? Yes, he cannot speak with anyone else. At least not with ease. Oh, that's kind of sad. What are you built for, then? My purpose is to guard this settlement. Even though the residents have long gone, I must remain. Ah, why so? I have not been tamed. Tamed? It was not worth the effort. Gut, die 119, was ist hier drin? Die 119 war eine Powerzelle. It's a power cell, I think. Die Powerzelle. Also die 119 braucht das elektrische Symbol. Gut. It's a power cell, I think. There's writing on this one too. It says Guardian of the Residential Area. Jut. We have the nearest going to. Apparently this is fun.
und es ist zu weit oben, der strahlt uns nicht zu. Ha. I'm scared of ladders. Oder nur von Höhen. Gut, das war die 119. Hm. Somersell Ink on this page is faded. Gut. Ich muss wirklich schauen, dass ich hier nichts übersehe. Weil ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gebäude, 6 Sachen zu vergeben. Und die müssen irgendwo sein. Gut, da bin ich, glaube ich, jetzt zu weit weg. Hm. Interessant, interessant, interessant. So, also da war die Powerzelle. Was haben wir hier für eine Nummer? 118. Okay. 118 war... Your knife been a... A picture of a robot. Your knife never been around so many robots before, Jovo. Or any robots at all. I mean, I see them in cartoons and stuff, but I've never seen one in person. They're pretty neat, don't you think? Hey Nico, do a robot voice? Ah, diesmal mache ich das normale. Yeah. Yeah. Yeah! Hey, hallo du da oben. Hello. Hi. What are you doing up there? I am stationed here. By yourself? Yes. Schöne Aussicht. 118 war also ein Roboter. Wenn man das andere macht, dann beschwert sich der Roboter. Das stimmt nicht, was du da sagst. Gut, 117. Das war, glaube ich, das Medical Center, oder? Hier ist gar nichts, so wie das aussieht. Wahrscheinlich ist das genau der Code, wo man schauen muss, wo ist was drin, wo ist nichts drin. Also 117 war nichts, so wie es aussieht. Heieieiei. So, weiter geht's. Nächstes Gebäude, das ist die 110. Ich glaube, hier war das Medical Center, oder? A robot, it's beyond repair. Some sort of mechanical drawing. Also 110 ist auch wieder ein Roboter. Beep, beep. Ich hoffe, das stimmt so. Evacuation? It's that short notice? I can't believe this person is anders. I'm out of a job. Da haben wir die 117, die hatte ich schon. Jetzt fehlen noch 112 und 113. Aha, da, die 112 ist hier. Und da haben wir auch das Medical Zeichen. Servus. Hello, person of organic makeup. Welcome to the infirmary. Scanning for injuries. Scan complete. Injuries detected? None. Treatment if required? None. You are good to go. Thanks? Da kann ich ja was rausholen. It's a box of medical tools. Most of them are broken or rusted beyond use, but this plastic syringe seems to be okay. Sehr schön. Hello, person. Are you seeking admission into the infirmary? No? Oh, carry on then. Gut, jetzt fehlt mir nur noch die Nummer 13 und dann... hätte ich alles für den Code. Das müsste sein. 113. Und hier ist... nix. Also haben wir zweimal nichts. Zweimal ein Roboter. Einmal das Elektrische und einmal das Medical Center. Das müsste passen. Das scheint gut zu sein. Ha. Okidokiloki, bevor ich jetzt dann den, ich hätte schon alles, was ich jetzt brauche, um das Reinigungsmittel zu machen, deshalb gehe ich jetzt erstmal zurück und mache das mit dem Profitbot. Damit ich das auf jeden Fall habe. Irgendwo auf der linken Seite war dieser Pond gewesen, das weiß ich noch, wo ich da was reinstechen muss, mit dem Phosphor, wo ich mal was holen muss. Das war da mit der Blase und auch mit dem Gas, was ich da machen muss. Genau. Ich hoffe, dass es der Silber gut geht.
Weil da das neu ist und die Entität hat ja gesagt, es ist gefährlich, es wird gefährlich. Könnte es sein, dass da was passiert? Die Kuh ist in Gefahr, wieso nicht auch die anderen, die mit mir gehen? So, und zurück geht's. Oh, tschupp. Oh, nein, mein Turbo. Silva, ich bin wieder da. Wie geht's dir? Geht's dir gut? Oh, fahrt in das Video-Feed. I should definitely go look for cameras. Okay. Gut, also dann schauen wir mal. 110 war der Roboter. 117 war nix. 112 war das Medical-Zeichen. 118 war der Roboter. 113 war nix. Und 119 war die Elektrizität. Haha! Map Refo Configuration successful. Das heißt, das kann ich jetzt hier eingeben und dann passiert was? Memory Disk. ProfitBot, oh, Backup System 100. ProfitBot 0, also das war der erste. Please insert Disk. Alright. Preparing Backup. Writing to 2 Disk. 26% complete. 34% complete. 40% complete. 100% complete. Ejecting Disk. Pew, fang auf! Will doch der Tipp. I don't think we need to use this anymore, Trovo. Huh, Memory Disk Backup, a floppy disk containing a backup. Bitteschön. Does this work? Let's see. Inserting Disk. Rebooting. Are you okay? Sure. So, I guess it worked? Yes. I believe a proper introduction is in order. I am the prototype, originally named ProfitBot. Der Prototyp. Ah. I was built to greet the savior of the old world. Wait, a Prophet robot like that one I met? Hey, I was right about you guys looking alike. Well, the ProfitBot out there now is a gross simplification of my design. A gross, also eine hässliche Vereinfachung seines Designs, aha. That is to say, he is much more primitive by comparison. Embarrassingly so. Hey, he seemed alright to me. Also hat gesagt, ist primitiv. You don't understand. Not only is he not tamed, he was tailor-made for this much smaller, simpler world to begin with. I was not. I was built before the real world ended. Damn! Es klingelt, aber ich kann jetzt nicht. Tut mir leid. Er wurde gebaut, bevor die richtige Welt zu Ende ging. Moment. Die richtige Welt? Ich mach mal, glaube ich, gerade die Tür zu, nicht, dass da jetzt nochmal jemand klingelt. Es wird gerade spannend. Heißt das, diese Welt hier, wo wir uns gerade befinden, ist nicht real, sie ist gebaut. The real world? Oh, right. You don't know. Nico, do you remember the ending? Moment, spielt es im Grunde mit dem Ausgang, dass wir die Welt zerstört haben? Excuse me? The fact that you found me at all means this is not your first time in this world. Heißt das, dadurch, dass ich einen neuen Spielstand gestartet habe, ist die reale Welt sozusagen vernichtet worden und das ist eine neue Welt? Obwohl sie genauso aussieht? Oh. You have already been summoned to this world once before. In fact, you've already traversed the entire world and went through the tower already. And in the ending, you either put in the sun or didn't. What matters is that you are here now. Jovo has successfully bypassed the one-shot restriction and brought you back again.
I... Oh. Hm? I thought something was weird. When I woke up at the house, I called out a name. It turned out to be Chovo's name. And then I... back at the other robot. I even asked Chovo if we met before. Felt like such a dumb question at the time. It looks like you are at least aware of it. To some extent. It's just this weird feeling, okay? I don't actually remember going through the world. I just remember Chovo. It's really starting to freak me out. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich meine, ich weiß, dass wir uns auch schon getroffen haben, aber dass das jetzt auch so rauskommt, ist ein bisschen freaky. Also der Roboter hat uns gesagt, dadurch, dass er jetzt seine Erinnerung auch wieder zurück hat, die Tatsache, dass wir hier sind, bedeutet, dass wir bereits einmal das Spiel durchgespielt haben. Die alte Welt ist nicht mehr, aber diese Welt, diese neue Welt, die genauso ist jetzt da. Calm down. Look, just like how my memories were locked away, yours are too. But you're a living being. You don't even need extra hardware to remember. Just close your eyes and focus. Focus on what? Try to picture a big room made entirely of glass. No matter what you saw in the tower, the top room never changes. Alright. Ach, alles andere, was wir gesehen hatten, kann sich verändern, aber der... Ja, der obere Teil, der Fahrstuhl, wo wir die Glühbirne gefunden haben, das ist alles noch da. No way. I was there? Wasn't I? At the tower. I've been through the tower. There we go. I can't remember all that much, but the room with the sun, it feels like such a long time ago. It doesn't make sense. If I already finished the mission, why didn't anything change? And why doesn't anyone know me? The other prophet bot, the robot lady. None of them remember who I am. Of course not. The residents do not have that capacity. NPC memories do not last beyond the scope of a session. Im Grunde ist das ja alles nur, das ganze Spiel ist ja programmiert, aber sie als der playbar, als der NPC sind ja non-playable Characters, aber sie als der spielbare Charakter kann sich noch an weitaus mehr erinnern als ihre Programmierung. Es geht hier alles um Programmierung, was vorgesehen ist oder eben was nicht vorgesehen ist. NPC? You know, the characters. The world's residents. All their past memories are built into their code, but the characters themselves don't really exist until Chovo wills it. Also im Grunde, solange ich das Spiel nicht starte, existieren die anderen Charaktere nicht. Oder jeder andere Spieler in dem Sinne. Same story for the world itself. Doesn't really exist unless Chovo initiates the program. Das ist schon viel auf einmal. The program? The World Machine. The World Machine! Die Weltmaschine! Heißt das, die Entität, die mit uns redet, ist das Spiel selber, das Programm, was diese Welt erschafft? Das ist diese Stimme, mit der wir reden. Aber wieso will diese Welt, wenn das die Weltmaschine ist? Wieso will sie dann, dass diese Welt nicht mehr existiert? Das hat ja der Autor gesagt. Diese Welt, die Entität will nicht, dass die Welt existiert. Wieso? A universe simulator that runs on Chovo's computer. Oh, the full wall. So viele Scherben, die gerade stehen bei diesem Fourth Wall Break. Das ist unglaublich. Ich liebe es. We are all in it right now.
So, we're not real? Oh, you are. Which is why you're so important. The biggest flaw of the program is that it cannot be run independently. Es kann nicht unabhängig existieren und nicht funktionieren ohne den Spieler. Und weil Nico ja im Grunde wir sind, wir steuern Nikos. Nico ist der Hauptcharakter. Unsere spielbare Figur, existiert sie wirklich, weil ihre Aktionen sind unsere Aktionen. Boah! It requires the mental processing abilities of a real person from another universe. Think of it like one of your dreams. When you wake up, it's gone. But unlike a dream, this world has a physical location inside a computer, which Shovo operates. For this world to continue existing around you, Shovo has to be in constant contact with you. Echt, Alter, das ist so cool. Das ist so cool gemacht. Im Grunde sagen, geben Sie einfach hier die Info. Ja, das alles ist ein Programm. Das alles ist ein Spiel. Und solange der Spieler nicht das Spiel offen lässt, existiert die Welt nicht. Weshalb Nico ja auch immer sagt, hey, es wurde gerade kurz dunkel. Was war passiert? If Shovo ends the program, the world will go into a stasis. Das Shovo knows es? Of course. From Shovo's perspective, the Red Machine isn't all that special. It's not no different from other recreational game-type software they may have installed on their computer. Im Grunde sind alle anderen Spieldateien auch Weltmaschinen, weil sie eine Welt erschaffen, sobald ich sie aktiviere. They can also regenerate the world as many times as they'd like, now that the restriction is nullified. Weil ich den Progress State gelöscht habe, kann ich die Welt immer wieder auf Neues starten. Oh. All of that is consistent with their concept of what a computer game looks like. So why am I even here? What am I even supposed to save if everything is just fake? Nico, bitte nicht weinen. Fake is a harsh word, but... And why did Shovo never tell me anything about any of this? I cannot speak for Shovo. I just want to go home. But every time Shovo runs the program, I come back? Correct. Is this why I feel like... Is this why it feels like I haven't been home for so long? Oh, du brichst mein Herz. Ja, im Grunde das Spiel, das Programm, die Simulation beginnt ja, indem Nico nicht mehr in ihrer Welt ist und sie in dieser Welt aufwacht. Das heißt, jedes Mal, wenn wir das Spiel neu starten, beginnt sie hier. Obwohl sie vorher in ihrer Welt war. Das heißt, unser Ziel ist es wirklich nicht nur die Welt zu retten, dass sie weiter existieren kann, auch außerhalb des Spiels, außerhalb der Simulation, sondern dass Nico wirklich nach Hause kommt. Maybe. Once you've established a mental link with the world, you cannot break it unless the world is saved. But at this point, the world can never be truly saved. That's... Why would you create a world like this? Wait, what? Why would you make a world that's doomed from the beginning? Why do you keep bringing me back to it? Shovo, aren't you supposed to be a kind god? Der Druck, der steigt. Ich werde gleich zum Diamanten. Als ich mir damals das gekauft habe, dachte ich mir nur, hey, ein Spiel mit einer interessanten Geschichte, aber jetzt, oh. Warum eine Welt erschaffen, dieses Spiel, die dazu verdammt ist, zu Ende zu gehen? Außer es gibt eine Möglichkeit, sie zu retten, natürlich. Oh, it appears that we have some confusion here. Shovo did not build the world, Nico. Oh. Shovo only owns a machine that is able to generate the world from pre-existing code. They actually have fairly limited control of the events.
Ja, ich kann die Nico steuern, aber ansonsten kann ich nicht viel beeinflussen. Also, das Programmierung von dem Spiel zum Beispiel. The world was built by someone else altogether. Someone you cannot begin to fathom. It was also not designed to be the futile quest that it is now, but too many things went wrong. There's a type of signal disruption that he never expected. It's eating away at the world, slowly rendering it into an unrecognizable mess. Moment, heißt das, der Autor ist eigentlich der Entwickler des Spiels? Oh, heißt es das? Even if you bring back the sun, it will not go away. This square stuff, isn't it? I remember those from before. Then you know what to watch out for. Also im Grunde sind diese Squares auch wirklich ein Glitch, ein Programmfehler, der zu Problemen führt. The creator knows what might be causing it, but there is nothing that he could do. Until now. You managed to find me after all. Huh? Your being here was due to his help. Oh, I guess it has something to do with the journal? Correct. Looks like he wants to have one final attempt at fixing it. And he might need to do it through you. Nico, do you remember how to get to the clan? Whatever you did in your last session, you should stick with it for now. I remember a boat. More specifically fixing a robot that drives the boat. Alright, then go do that. You seem enthusiastic. That was sarcasm. Sie sieht so fröhlich aus. Ja, nee, ist klar. Knowing everything isn't real really does make it feel pointless. But you do want to go home, right? Yeah, but how will I know that this isn't just another... Because this session might be the last one. Huh? The creator is mobilizing things, throwing everything into this one last shot. One shot. Transponiert zu last shot. Hey, hey, hey. There might not be enough eternal resources left for Trovo to be able to generate another session after this. Moment, soll das bedeuten, wenn ich das Solstice-Ende erreiche, werde ich das Spiel nicht mehr starten können? Oh. Also ich muss das jetzt mit Undertale vergleichen, nicht Overwatch, Undertale, wo man ja das Spiel immer wieder neu starten konnte. Aber wenn das Spiel selber sagt, hey, du hast das gute, das perfekte Ende erreicht, nun kann sich das Spiel nicht mehr starten, verhindert das, dass man immer wieder die Welt aufs Neue regeneriert. Just go fix the robot for now. But please be careful. What about you? I will meet you at the docks later. Need to take care of something first. Shh. Trying to establish a connection here. Sorry. Oh, Silver! Hey, you okay in there? Uh-oh, sie sollte ihn doch nicht sehen. I did what I could with the terminals for now and... It's you. You're the robot that insisted on living in the mines, are you not? My friend told me to keep an eye out for you, should we ever cross paths. Likewise. Your friend gave us something the last time you saw each other. Can you show me what it is? Wait, you know about the ember? I just asked to see it, didn't I? Alright, here it is. Thought so. He seemed to trust you, so I will treat you as an ally as well. Okay. Please listen carefully. You need to escort the Messiah for the remainder of the Barrens. I predict a high concentration of square particle disruptions in the near future. No way. Yes, way. It's likely that structures in the vicinity of the Messiah might be affected.
making it a far more treacherous pilgrimage than the previous expectations. Das heißt, dadurch, dass ich jetzt diese Grenze überschritten habe, wird das Spiel gefährlicher sein, dass diese Glitches mehr und mehr auftreten. Chovo and the Messiah need all the extra help they can get right now. Understood. Oh, okay. Guess we should head back soon. Even without the squares, the mines are not a safe place to be. Come on, I'll wait for you outside. Wait, I want to ask you... She left. If you were going to ask her about being not real, save your breath. None of the people here know the predicament. In fact, I don't think they can even comprehend it. It would be in your best interest to just pretend like we never had this conversation. Causing mass confusion in the world's residents would likely result in unfavorable conditions for you. Alright. Wait, then what about you? How did you know? Gute Frage. Wenn jeder nicht weiß, dass sie nicht real sind, woher weiß er das? We never had this conversation, remember? Shh. Trying to establish a connection here. Sorry. Das verstehe ich jetzt, das beantwortet die Frage nicht wirklich. Woher weiß er das? Weil sie nie diese Unterhaltung hatten. Das heißt, sie hatten sich noch nie getroffen und dadurch konnte das nie gelöscht werden? Soll das heißen? Come on, let's go back. Okay. Oh oh. I remember it. What happened in the tower. What I tried to do. And how you managed to see through it all. We have been through all of this. Even though it was only supposed to run once, you still managed to come back. How did you come back? How did you bring Nico back? And then you even managed to break out of bounds. Bringing Nico to places that never should have been. It was him, wasn't it? And now, Nico is upset. What even happened in that room back there? What did Nico learn? Nico is upset. I can feel it. I told you to turn back, Chovo. But you've chosen to trust that man instead of me. No, not even that. Just his book. His ghost. This world is not real. Super. Meine Stimme gibt nach. The people are not real. Nico is upset. Super, ich bin krank. Nico is... No, 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 no. Everything is wrong. Ha! The minecart. Earthquake. The tunnel back out just collapsed. No. What are we gonna do? I... Wait. Ja, super. Also die Entität, die Weltmaschine, war nicht froh darüber, dass wir so weit rausgegangen sind. Sie konnte nicht mal die Konversation mitverfolgen, weil das außerhalb ihres Gebiets war. Außerhalb des programmierten Codes. Und nun ist sie natürlich wütend, weil wir Nico in Gefahr gebracht haben. Super. Eieieiei. Zum Glück habe ich diese Folge noch aufgenommen. Ich wäre so gebäffelt gewesen beim nächsten Mal. The exit is just caved. The exit just caved, didn't it? Huh. I saw this coming, but this is a bit more sudden than I anticipated. Both of you, follow me. Where to? The way out. Ich mache jetzt noch ein bisschen weiter. Hier soll es einen Weg nach draußen geben?
He says the exit is in here, but must be hidden. Also die Entität kann zumindest nichts sehen, die Weltmaschine. Okay, all of us are here. There's an emergency exit behind my computer terminal. We did not want anyone to stumble upon this route, so the terminal has been weighed down. It cannot be moved by normal means. But with your combined effort, it might budge. Maybe. I am not strong. I am not that strong either. If that doesn't work, we might need to dig around it and... You could have just asked. Phew. Come on. Schau auf. Na gut, es hat funktioniert, oder? Hey, wartet auf mich, ich hab so kurze Beine. I don't even know where this tunnel leads. I would appreciate if you do not linger here. So, this is the way out? There wasn't any data on this path in the server room. It's new. Nico, get in the minecart. Okay. Ach stimmt, sie können ja drüber laufen. Please keep moving forward. Oh oh. I tried. I really did. But I... Destabilizing. I'm sorry, Nico. I tried to protect you. But the gun out it off forever. What was that? Here too. Watch out! Oh god, 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 no, no, no. Are you okay? I'm fine. I can still hold it up, but you two need to... You, robot! What are you waiting for? Take the child and get out! Come on. But what about her? Ah! Get out. Come on. Silver. Haha! No! What do we do? You have to take this. What? The memory disk? But... This is where we part ways. Nico, the path ahead will lead you to the clan, right by the city gate. When you are in the city, go find someone named Cedric. Give him the disc. But what happens if I... What if the squares... Hurry! They're both... Trouble? I don't understand. The world. The prophet bot. What he was saying. Is this what really just... Is it? Yeah. Normally I wouldn't believe it, but it just adds up. Everything adds up. I don't know what I'm supposed to do. If I can't fix the world, I can go back home. But the world is already so messed up. If the squares don't get fixed, what will happen to the world? Where would I even go?
Also, Silver und der Profibot haben sich sicher nicht geopfert, nur damit du jetzt die Hoffnung verlierst. Wir schaffen das. Ich habe auch Angst. Das ist um einiges extremer geworden, als ich gedacht hätte. Auch mit der Tatsache, dass wohl jetzt die Weltmaschine die Kontrolle verloren hat. Und wir beinahe auch hierbei ausgelöscht worden wären oder ausgelöscht oder eingefangen worden, weil Roboter können es anscheinend aushalten, aber keine Ahnung wie lange. Aber wir müssen weitermachen. Wir müssen. I think I remember something. I remember what I did at the end. I remember putting in the sun. And then everything got really bright. I don't remember a lot of the details. But none of it matters now, does it? I just got brought back anyway. Wo kommen wir jetzt raus? Hier! Also im Grunde haben wir den Teil, wo wir den Roboter reparieren mussten, ausgelassen. Das ist so komisch. Aber die Sache ist die, wir haben jetzt auch nicht den Anhänger von der Silver, mit der wir ja die Klü... mit der wir in den... Wir brauchten doch den Gegenstand, damit wir überhaupt in den Turm können, aber dadurch, dass wir jetzt eine komplett andere Route eingeschlagen sind, brauchen wir ihn wahrscheinlich gar nicht. Es wird schwieriger werden. Aber ich möchte für all die Leute hier, ob sie jetzt real sind oder nicht, möchte ich ein gutes Ende herbeiführen. Und ja, meine Damen und Herren, das war ja jetzt eine extra lange Ausgabe gewesen, die ich extra noch hier aufgenommen habe, bevor ich wieder eine Pause mache. Und meine Stimme hat zum Glück noch mitgehalten, aber ich brauche jetzt wirklich eine Pause. Ich muss das alles erstmal verarbeiten hier, erstmal verdauen. Meine Güte, war das viel. Ich hoffe, der Silver und dem Profitbot geht's gut, dass wir sie wieder treffen. Wären sie jetzt lebendige Wesen, also ich meine fleischliche, biologische Wesen, könnte es das vielleicht gewesen sein. Aber da sie Roboter sind, habe ich ein bisschen Hoffnung, dass sie das überstehen. Vielleicht verlieren sie einen Körperteil oder so, aber das könnte man ersetzen. Wer weiß, was die Zeit noch bringt. Und ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe von One Shot gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Und wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann, ihr 93 Joe. I love to entertain you. Tschüss. Goodbye.